Sarah Wagenknecht hat im Bundestag eine Rede gehalten, wo sie endlich eine Senkung der Energiepreise fordert. Die Energiepreise sind ja wegen des bescheuerten Wirtschaftskrieges gegen Russland so derart stark gestiegen, wie wir das hier erlebt haben. Und Wagenknechts logische Forderung daraus: beendet diesen Wirtschaftskrieg. Und diese Rede, die werden wir uns jetzt in Gänze ansehen. Die war nämlich ja ziemlich gut. Also ich finde es gut, dass Wagenknecht jetzt endlich aus der Linken raus ist, ihre eigene Partei gegründet hat. Jetzt hat sie endlich wieder die Möglichkeit, frei zu reden und nicht mehr von ihrer Fraktion im Zaum gehalten zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bundesregierung scheint wild entschlossen, die Zeiten endgültig zu beenden, in denen unser Land für seine starke Industrie, für seinen Erfolgsstand, für seine Erfindungen, für seine gut ausgebildeten Arbeitnehmer und für seine zurückhaltende Außenpolitik international geachtet und vielleicht sogar beneidet wurde. Worten offerieren Sie dem Bürger Ausreden. Und statt Konzepte Schönfärberei, das haben wir vorhin auch vor allem in der Rede des Kanzlers noch mal ausführlich gehört. Und wenn Sie dafür Zorn und Empörung ernten, dann gehen Sie auf die Straße und demonstrieren heldenhaft gegen die Ergebnisse Ihrer eigenen Politik. Sie sollten sich lieber fragen, was Ihre Verantwortung dafür ist, dass die AfD sich verdoppelt hat und immer stärker wird. Ja. Das war so peinlich. Also nicht nur bei diesen AfD-Protesten, die ja von der Regierung so unterstützt wurden. Also klar, da konnte man dann mal als Regierung gegen einen politischen Gegner demonstrieren. Halleluja. Enthüllungen von Korrektiv. War alles ziemlich albern. Naja, aber noch lustiger waren ja die Politiker, die bei den Bauernprotesten die ganze Zeit ausgepfiffen wurden. Dann sich da versucht haben, als Vertreter der Bauern zu inszenieren. Also Cem Özdemir, Christian Lindner und die ganz peinlichen, die haben sich dann ja, nachdem sie ausgebucht wurden, hinterher ins Fernsehen gestellt und gesagt, ach, das waren doch alles Reichsbürger bei den Protesten. Also beispielsweise ein Bodo Ramelow. Ja, wir leben in einer Zeit der Kriege und wir leben in einer Zeit der Krisen und trotzdem wächst in anderen Ländern die Wirtschaft, Energie ist bezahlbar, Wohnungen werden gebaut, Rentnerinnen und Rentner können einigermaßen von ihren Renten leben, die Migration ist niedriger und in der Schule lernen die Kinder sogar relativ korrekt rechnen und schreiben. Es ist nicht Schuld der Welt, sondern es ist ihr Versagen, dass das alles in Deutschland heute anders ist. Gas kostet in den USA aktuell ein Viertel dessen, was Unternehmen in Deutschland bezahlen. Und Biden stellt jetzt durch Kappung der Exportkapazitäten sicher, dass diese Preisdifferenz auch in Zukunft fortbesteht. Strom ist bei uns. Aber was ihr euch merken müsst, die USA, die begrenzt zwar den Export, aber Russland ist unzuverlässig. Also Russland, auf die kann man sich auf keinen Fall verlassen. Bei Zeiten geliefert haben. Zumindest so lange, bis Deutschland sich geweigert hat, Nord Stream 2 zu öffnen. Aber die USA, wo wir jetzt ganz viele Terminals bauen, damit wir möglichst viel Gas von denen bekommen, die sind zuverlässig. Das ist unser transatlantischer Partner. Das ist teurer als anderswo und sie genehmigen den Netzbetreibern noch eine saftige Renditeerhöhung obendrauf. Tanken und Heizen ist für viele kaum noch bezahlbar und sie sorgen mit höheren CO2-Preisen und Mehrwertsteuererhöhungen für den nächsten Preisschub. Das ist doch alles absolut rücksichtslos. Und während andere Länder sich aus der Finanzierung des Ukraine-Krieges zurückziehen, bezahlt Deutschland inzwischen mehr als die Hälfte aller Waffenlieferungen aus Europa. Und wenn es nach Herrn Merz und nach den waffenbegeisterten Grünen und Liberalen geht, dann liefern wir demnächst sogar Taurus-Raketen, mit denen Selenskyj dann Moskau angreifen kann und bringen unser eigenes Land in große Gefahr. Eigentlich begründet hier gerade, warum Taurus-Raketen an die Ukraine die Kriegsgefahr enorm erhöhen, weil die eben eine Reichweite von über 500 Kilometern und die Ukraine im Extremfall sogar Moskau angreifen könnte. Und im Bundestag, da schreien alle auf, was? Ich kann doch nicht kritisieren, dass wir uns da in einen Krieg hineinmanövrieren, der nicht unser Krieg ist. Also es ist unfassbar, wie stark der Großteil dieses Parlaments den Interessen der USA, den Interessen der Rüstungsindustrie dient. Was
für ein Wahnsinn. Immer mehr Waffen für einen nicht gewinnbaren Krieg, aber Kürzungen bei Renten, bei Gesundheit und Bildung. Wie abgehoben, wie gleichgültig gegenüber den Sorgen normaler Bürger müssen Politiker sein, die solche Entscheidungen treffen. Senken Sie die Energiepreise, bevor es zu spät ist, indem wir Rohstoffe wieder dort kaufen, wo sie am preiswertesten sind, so wie andere Länder das auch machen. Kümmern Sie sich um mehr Lehrer, um höhere Löhne und wieder echte Aufstiegschancen, statt weiter die Fleißigen zu enteignen und sich dann über Fachkräftemangel und fehlende Arbeitsmotivation zu beklagen. Der Spiegel sieht Ihr Kabinett inzwischen auf Dschungelcamp-Niveau. Kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist unglaublich, wie viele Themen sie in so kurzer Zeit abfrühstücken kann und da vernünftige Sachen dazu sagt. Also das ist gute Rede. Die Bürger wären froh, wenn der Ampelspuk auch nur noch wenige Tage dauern würde und wenn sie auch bei Ihnen die Macht hätten, jeden Tag die schlimmste Niete rauszuwählen. Vielen Dank. Ja, wir brauchen schnellstmöglich Neuwahlen. Diese Regierung. Nächste Rednerin. Dem kann man sich nur voll und ganz anschließen. Gute Rede von Sarah Wagenknecht. In diesem Sinne ist für das BSW und für die nächsten Europawahlen auch nur Gutes zu hoffen, wenn mehr Reden gehalten werden.